Ein von AMD gesponserter Titel läuft ausgerechnet mit AMD-Hardware ziemlich schlecht. Klingt komisch, ist aber so. Hallo Freunde der News und willkommen zu einem weiteren News-Video aus der Hitze. Der Sommer hat uns wieder und auch YouTuber, die können endlich sagen, dass ihre Arbeit quasi schweißtreibend ist. YouTuber arbeiten nicht. Maul! Und meine Arbeit hat heute wieder für einige News gesorgt, die ich euch heute natürlich mal wieder präsentieren möchte. Und ganz ehrlich, jetzt ohne lange Vorworte, legen wir mal direkt los mit News Nummer 1. Intels Core i9 13900K war ja eine faustdicke Überraschung. Als die 13. Generation rauskam, hatte man nämlich mit kaum mehr Leistung als beim Vorgänger gerechnet. Was rauskam, war aber die zum damaligen Zeitpunkt schnellste Gaming-CPU des uns bekannten Universums. Nur AMDs Ryzen 7000 X3D-CPUs sind mittlerweile schneller. Und das gleiche erhoffen sich natürlich auch viele Zuschauer vom 14900K, ja oder natürlich allgemein Intels 14. Generation, die möglicherweise übrigens schon nächsten Monat, also im Oktober, im Laden stehen könnte. Leider, den Pin muss ich euch ziehen, wird die Leistung ziemlich sicher eher, würde ich mal sagen, eher gemächlich ausfallen. Viel mehr als 10% mehr Leistung sind nämlich nicht zu erwarten. Lediglich der 14700K wird wegen seiner vier zusätzlichen Effizienzkerne noch sicherlich einiges draufpacken. Und im letzten Video gab es nun ja schon erste Benchmarks, die bis zu 9% mehr Leistung gegenüber dem 13900K versprachen. Und nun gibt es den nächsten Benchmark, denn ein Geekbench-Ergebnis ist nun auch aufgetaucht. Auch hier werden die 8 Performance und 16 Effizienzkerne bestätigt. Getestet wurde auf einem Biostar Z790 Silver Mainboard. Und die Ergebnisse überraschen etwas. Im Single-Core gibt es nur magere 6% mehr, was immerhin mehr als die vermuteten 3% bisher sind. Überraschend ist aber, dass der 14900K im Multicore gegenüber dem 13900K sogar zurückfällt. Dieser bringt knapp unter 20.000 Punkte auf den Platz und der 14900K nur 19.134. Was ist denn da bitte los? Muss man sich jetzt Sorgen machen? Sicherlich nicht. Das ist zwar nicht gut, kann aber natürlich mehrere Gründe haben. Zum einen ist die Geekbench-Datenbank zum 14900K natürlich noch winzig klein. Hier gibt es also teils immens große Unterschiede zu den Messwerten. Zum anderen ist das BioStar-Mainboard noch nicht für die 14. Generation vielleicht optimiert worden. Und auch der eher langsame DDR5-4800er-Speicher trägt sicherlich nicht zu einem guten Ergebnis bei. Fakt scheint aber langsam zu werden. Viel mehr Leistung sollten wir vom 14900K nicht erwarten. Ob er den AMD 7950 X3D als schnellste Gaming-CPU ablösen wird, ist auf jeden Fall ziemlich fraglich. Da unser Tech Epiphany auf Twitter wieder fleißig die wöchentlichen Verkaufszahlen von Mindfactory zusammenträgt, gibt es natürlich auch diese Woche wieder die neuesten CPU-Verkaufszahlen der letzten 35. Kalenderwoche nachgeliefert. Verkauft wurden insgesamt 4.645 CPUs, davon allein 3.685 AMD-CPUs, womit AMD mit fast 80% einfach eine totale Übermacht im Do-it-yourself-Bereich ist. Wahnsinn! Weiterhin ist der Sockel AM4 mit 2085 Stück am beliebtesten, aber selbst AM5 mit 1600 kann Intels 1700er Sockel mit 900 Stück ganz klar in Schach halten. Man vergleiche das hier auch mal mit den Zahlen aus dem Vorjahr. Hier lag AMD noch bei 65%, jetzt bei fast 80%. Respekt AMD! Zum Teil ist das natürlich dem 7800 X3D zu verdanken, der sich mit 890 Stück auf Platz 1 gemütlich gemacht hat. Das sind mehr als doppelt so viele Verkäufe wie beim zweitplatzierten 5700X. Auf Platz 3, wie erwartet der 5800 X3D von AMD, der sich, glaube ich, gefühlt in 20 Jahren noch gut verkaufen wird. Auch wenn Intel weiterhin keinen guten Eindruck hier hinterlässt, der 13600KF hat sich nun mit 120 Stück auf dem 9. Platz in die Top 10 vorgeschoben. Überraschend ist für mich weiterhin, dass Intels 13900K sich so schlecht verkauft. Weit unten mit nur 50 Stück und der KF auch nur mit 40 Stück, noch weiter dahinter. Dabei kann dieser hier und da in Spielen ja selbst in 7950 X3D die Werbeleitpaste reichen und in Anwendungen sowieso. Ja und in Starfield gar deutlich übertrumpfen. Und heute ist der Tag der neuen AMD-Grafikkarten RX 7700 XT und 7800 XT. Ab heute sollen diese ja verkauft werden. Wann genau das Test-NDA fällt, weiß ich gar nicht. Hier wurde nämlich nichts öffentlich gemacht. Normal rechne ich ja immer einen Tag vor Release mit Tests. Heute wird es aber wohl dann erst ab 15 Uhr erste Tests geben. Das heißt, für mein News-Video
reicht das mal wieder nicht. Daher stütze ich mich jetzt erstmal auf weitere AMD-eigene Infos. Hierzu gab es nämlich noch einen relativ fetten Leak von HD Technologia, der aber jetzt auch nicht unbedingt überrascht. Es handelt sich hier nämlich um AMDs eigene Benchmarks aus dem Reviewers Guide. Den Angaben kann man normalerweise ja schon relativ gut trauen. Daher gehe ich davon aus, dass genau diese Ergebnisse so in etwa auch in den ersten Tests auftauchen werden. Und hier stapelt AMD aber dann doch ein bisschen tiefer als noch bei der Vorstellung, die zum Beispiel die 7800 XT relativ klar vor der RTX 4070 sah. Am Ende sollen es laut dem Guide aber nur 0,5% mehr sein, wobei man mich hier jetzt nicht falsch verstehen sollte, denn bei einem entsprechenden Preis reicht das natürlich vollkommen aus. Denn AMD hat die Ergebnisse in zwei Gruppen aufgeteilt, mit und ohne Raytracing. Denn ohne ist die 7800 XT im Schnitt dann der 4070 sogar um 7% überlegen. Mit Raytracing dann halt um die bekannten 0,5%. Was das Ganze natürlich schon deutlich besser aussehen lässt, wenn die 7800 XT trotz des allgemein eher schwachen Raytracing als bei Nvidia trotzdem die 4070 schlagen kann. Und bei der 7700 XT sieht es im Vergleich mit der RTX 4060 Ti 16 GB dann leider ein bisschen schlechter aus, wobei im Rasterizing diese sogar um satte 16% geschlagen wird. Schlechter also nicht unbedingt, bei Raytracing liegt Nvidia dann aber doch wieder knapp vorne. Und auch in den 3D Max liegen die AMD-Karten teils sogar deutlich vorne, wobei hier der Speedway komischerweise noch fehlt. Wenig überraschend sorgt aber der Raytracing-Benchmark Port Royal für einen leichten Rückstand der 7800 XT. Ganz im Gegensatz zur 7700 XT, die 4060 Ti hier ganz gut in Schach halten kann. Ja, und wenn das alles auch in unabhängigen Tests genauso wird, dann kann ich ehrlich gesagt nur sagen, gut gemacht AMD. Wobei der fade Beigeschmack der geringen Mehrleistung gegenüber den Vorgängern trotzdem bleibt. Trotzdem stellt sich die Frage, was ist denn nur mit AMD los? Denn ja, Starfield ist da, okay, das Spiel hat allgemein die Erwartungen jetzt nicht ganz erfüllt, ist aber ohne Frage ein tolles Spiel mit starker Grafik und allgemein einem soliden technischen Gerüst. Wobei die Hardware-Anforderungen nicht ganz ohne sind, denn selbst eine RTX 4090 kann in 4K mit maximalen Details durchaus an der 60 FPS-Grenze scheitern. Grandios für AMD waren aber erste Tests, die in einigen Szenarien AMDs schnellste Grafikkarte, nämlich die 7900 XT, sogar vor der RTX 4090 von Nvidia sahen. Andere Tests bestätigen das Ganze nun auch, dass beide Karten zumindest ja grob gleich aufliegen, mit leichten Plus vielleicht für die 4090. Also eigentlich ja alles schön für AMD, oder nicht? Ja. Will man meinen, ne? Denn wie schon im letzten News-Video besprochen, hat AMD bei den CPUs in Starfield komplett gepatzt. Und das in einem von AMD gesponserten Titel. Das muss man sich mal überlegen. Erste Tests der PC Games Hardware sahen Intel CPUs nämlich weit in Führung. Und weitere Tests, ob jetzt von Computer Base, Hardware Looks und so weiter, kommen alle zu ähnlichen Ergebnissen. Die AMD CPUs können in Starfield ihre Leistung nämlich irgendwie nicht so ganz auf die Straße bringen. Wobei natürlich auch hier anzumerken ist, wie immer quasi, das sind Tests in 720p im absoluten CPU-Limit. In der Praxis sind die Unterschiede natürlich deutlich kleiner. Besonders fallen hier die X3D-CPUs samt Ryzen 5800 X3D auf. Der zusätzliche Cache, der scheint hier nämlich fast nutzlos zu sein. Daher kommt es zum kuriosen Ergebnis bei Computer Base, dass der Ryzen 7700X in Starfield mit einer 4090 besser performt als die eigentlich schnellste Gaming-CPU Ryzen 7950 X3D. Der Ryzen 5800 X3D hat hier keine Chance in die Top-Liga aufzusteigen. Wobei ganz gut zu sehen ist, nutzlos ist der 3DV-Cache jetzt vielleicht dann doch nicht, er bringt nur halt nicht ganz so viel wie in anderen Spielen. Wobei der beim 7950 X3D tatsächlich nutzlos zu sein scheint. Und laut Computer Base soll das daran liegen, dass hier zwar die vollen 16 Kerne genutzt werden, was ja erstmal gut ist, Problem ist, dass die meisten Aufgaben auf den CCD1 mit den letzten 8 Kernen ohne 3DV-Cache landen. Und so kann der Cache natürlich nicht genutzt werden, denn der liegt auf dem CCD0. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis für einen von AMD gesponserten Titel. Ja, ohne das Sponsoring kann man über sowas natürlich sicherlich hinwegsehen, aber so? Naja, in der Praxis in hohen Auflösungen ist das Ganze trotzdem nicht ganz so tragisch und ich bin sicher, Patches werden das Ganze noch richten. Und auch in der letzten News gibt es leichte Schelte von mir gegen AMD. Und das betrifft das durchaus gute Spiel Star Wars Jedi Survivor und ja, natürlich auch das Ganze von AMD mal wieder gesponsert.
Und durch den Kauf meines Ryzen 7950 X3D kam ich auch in den Genuss des Spiels, das vom Start weg aber ja eine eher miserable Performance hatte. Auch nicht gerade toll für ein AMD-gesponsertes Spiel. Aber wie schon jetzt übrigens schon öfter erlebt, übrigens auch bei Starfield fehlt Nvidias DLSS. Das, so fair muss man sein, qualitativ etwas besser als FSR 2 ist und noch dazu die Frame Generation auf RTX 4000 Karten mitbringt. Beweisen kann man es natürlich nicht, aber man darf trotzdem natürlich weiter vermuten, dass AMD DLSS absichtlich in gesponserten Titeln behindert. Denn DLSS, das kommt ja, aber halt meistens nur später. So nun nämlich auch im neuen Star Wars Spiel, das mit dem letzten Patch nun endlich auch DLSS 3 bekommen hat. Also inklusive der Frame Generation, die dem Spiel einen ordentlichen FPS Boost geben kann. Aber auch sonstige Optimierungen wurden vorgenommen, sodass das Spiel nun allgemein deutlich besser laufen soll. Ja, meine Meinung dazu, so wie jetzt, hätte das Spiel direkt auf den Markt kommen müssen. Egal wie gut es ist, aber die paar Wochen Zeit hätte man sich einfach noch nehmen sollen. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und während ihr diese Worte hört, gibt es hoffentlich schon erste Tests der neuen AMD-Grafikkarten. Oder doch nicht? Wie kommt es eigentlich, dass noch niemand von den Tech-Leuten die 7800 XT erhalten hat zum Testen? Die sollen doch morgen released werden. Hey, Oloe, das ist eine durchaus gute Frage. Wobei du das doch eigentlich gar nicht wissen kannst, denn das Ganze steht ja bekanntlich unter NDA. Vielleicht dürfen die YouTuber und die ganzen Tech-Seiten nicht mal sagen, dass sie eine bekommen haben. Ich auf jeden Fall kann sagen, ich habe keine bekommen. Und das, obwohl ich in letzter Zeit wieder einen ganz guten Kontakt zu AMD hatte und auch einige Testkarten bekommen hatte. Daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass nur wenige ausgewählte Tester auch Samples bekommen haben. Ja, mein Kanal ist AMD hier vielleicht einfach zu klein, wer weiß. Ursprünglich ging ich ja auch von Testkarten aus, ich habe aber jetzt auch nicht mehr explizit bei AMD nachgefragt. Ich erwarte daher heute keine große Menge an Tests. Viele Tester werden sich ihre Karten wohl am Ende wieder selbst kaufen müssen, aber das sind natürlich auch wieder nur reine Vermutungen. Gespannt auf die Tests bin ich aber so oder so. Ich habe ja gar nichts gegen Unternehmen, die Geld verdienen wollen, denn ja, das will ich natürlich auch. Trotzdem nehme ich nicht jeden bekloppten Werbestil an und achte natürlich auf wohldosierte Werbung. Aber die Spiele-Publisher, die gehen mir langsam gehörig auf den Senkel. Egal wie, es wird das Maximum an Ertrag aus jedem Spiel geholt. Lootboxen, Battle Pass, Skins für 30 Euro und. Ja, mit das Schlimmste, Spiele werden teurer verkauft, damit man schon vor Release spielen kann. Kaufst du Spiele zum höheren Preis, nur um einige Tage eher spielen zu können? Für mich ist das Thema ein Unding, das ich auf keinen Fall unterstützen werde. Und bevor jetzt einige wegen Starfield bei mir kommen, das war eine Testversion von AMD. Übrigens nochmal vielen Dank dafür. 1% machen das übrigens immer. Ja, da bin ich schon mal glücklich, dass es nur so wenige sind. Unglücklich werde ich aber mit Blick auf die 24%, die das ab und an mal machen und so ein Vorgehen natürlich damit auch unterstützen. 8% haben es bisher noch nicht gemacht. Das richtige Spiel dazu muss aber erst noch kommen. 15% haben noch nicht zugeschlagen, stören sich am Thema aber nicht und immerhin ganze 52% finden, dass so eine Art des Geldverdienst einfach Müll ist. Ja, und da gehöre ich natürlich auch zu. Leute, wartet doch die paar Tage noch etwas ab und lasst euch das Geld doch nicht so aus der Tasche ziehen. Je mehr ihr solche Dienste unterstützt, desto mehr werden diese natürlich auch eingeführt. Und wir sehen ja bei den Lootboxen, wo das Ganze hingeführt hat. Jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man nur so irre sein, über 30 Euro Aufpreis mehr für ein Spiel zu bezahlen, damit man früher zocken kann? Aber ein Abo, das ist bei mir völlig kostenlos. Einfach draufklicken und fertig. So einfach ist das. Und das nächste News-Video gibt es natürlich am Freitag um 17 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.